Hey ho, let's go im Feuerwehrauto Dual hier im Dual-Modus. Warte, aber wir haben schon die Cops am Hintern und da schaffen wir. Und die Reise geht nach Los Santos, Freunde. Wir haben heute wieder eine tolle Idee. So, das wird so super, das geht gar nicht superer quasi. Wer will noch aufspringen hier ins Feuerwehrauto hinten? Komm, wir hauen lieber ab, ey, wie eine Katastrophe jetzt. Sind alle am Start, Boah, sieht das krass aus, wenn man nach hinten guckt. Du musst doch die anderen Alter. Ich muss stehen bleiben. Tobi, sitzt du bei mir im Feuerwehrauto? Ja. Markier mal bitte die... Hab ich. Oh nein, das wäre gefallen. Oh, super. Alter. Die Lasergurke, Alter, wie geil das einfach ist, mit hinten mit dem Helikopter, der Jet und die Bullen und alles. Sieht das aus wie ein Screenshot vom Spiel einfach. Ja, aber wirklich, ne? Wahnsinn. Als wäre es ein gewolltes Video. Ja. Wir haben die alle bezahlt. Boah, da hinten kommt der Jet, Alter, wie geil. Ist geil, ne? Mega geil. Und der Helikopter hier oben. Fette Soße, Alter, fette Soße. Mit Mayonnaise. Der kriegt jetzt Gemüse. Brokkoli für alle. Das ist so geil bei mir, Erik. Manchmal muss ich so lachen. Was? Ich bin immer seriös. Alter, der Bullenwagen, was mit dem? Oh. Was macht denn der? Das ist der Bruder von Ameisen 320. Davon, wie am Kuscheln sein. Ey, hallo? Alter, Alter. Ey, von hier hinten sitzt auch. Alter, was macht der denn? Alter, soll ich stehen bleiben? Fertig, Karre noch? Ja, bitte warte auf uns. Ja, okay. Wie Walle so angeleuchtet wie vom Heli, Alter. Okay, los geht's. Alter. Was? Gib Gas! Warte, ich versuch dich mal wegzuspielen. Vorsicht, Straßensperre. Ja, ich hab ihn erledigt. Der ist tot. Straßensperre. Bams! Alter! Alle noch da? Oh, geil! Was geht da hinten? Alter! Alle noch da. Wir wollten doch nur einen Brand löschen. Hammergeil. Hammergeil. Feuerwehr. Ja, geil. Boah, ich feier diese Feuerwehr-Action immer. Geil. Was war das zur Hölle? Den Jet oben. Da muss ich erstmal pinkeln. Aus Angst. Ich hab mir die Hose nass gemacht. Oh, geil. Yeah. Na komm, du und ich. Haha. Du und ich. Yeah, komm Dennis. Boah. Ja, pass auf. Alter. Nein, fahr doch, ich hab's überlebt. Ich hab den Wagen direkt gelöscht. Alter, geil. Wie geil war das denn? Alter, krass. Wir brennen, oder? Brennen wir. Wow. Okay, weiter geht's. Komm, sag mal. Du musst den Wagen löschen. Nicht stehen bleiben. Alter, mega krasse Nummer. Oh mein Gott. Eigentlich ist der Feuerwehrwagen ja unbesiegbar, oder? Also halb zumindest, ne? Ja, den kannst du ja eigentlich immer. Du musst es eigentlich so fahren. So. Nein, ich bin explodiert. Oh nein. Ich bin explodiert. Boah, Alter. Löschen. Du bist explodiert, oh nein. Ja. Komm, dann holen wir den Sarazan noch schnell ab, der kann hinten aufspringen. In Gedenken an die Feuerwehr. Ich bin hier hinten jetzt irgendwo. Wir qualmen aber schon ganz schön, ne? Ja, ich glaube, wir machen da durch. Sarazan! Wo bist du? Ich bin hier direkt und muss zurückkommen. Ich bin da vorne, wo der Feuerwehrwagen steht, der ausgebrannt ist. Alter, die Bullen sind so ganz auf die andere Seite. Ich komm auf die andere Seite. Bleib einfach stehen. Ja. In der nächsten Gelegenheit. Ich stehe. Oh Gott. Wir stehen. Nein. Fahr noch ein bisschen. Ich kann mich nicht bewegen. Nein. Das bin ich. Du hast mich abgeschossen. Entschuldigung. Alter, was los ist? Der Wagen ist nicht tot. Alter, der Wagen. Nein. Oh mein Gott. Nein! War geil. War eine geile Action. Boah. Sind wir weit gekommen auf jeden Fall. Warte mal, vielleicht wird ein neuer Feuerwehrwagen gespawnt, weil es da brennt. Hat echt Laune gemacht. Lola rennt. Was? Boah, das war mega geil. Warte mal, ich guck mal, ob hier ein neuer ist. Alter. Oh, guck mal, wie die Mitte. Ey, Tobi, hast du eine Haftbombe? Ich guck mir das von oben. Nee, leider gar nicht. Oh, Scheiße, ey, wie geil das wäre. Wo seid ihr denn? Ich bin gerade hier im Heli mit Lasergurke und Reshi. Und guck mir das gerade von oben an. Wie ein Feuerwehrauto. Sieht echt aus wie in so einem Polizeireportage. Boah, da liegt eine Granate, Achtung. Boah. Entschuldigung. Oh, 3 Sterne. Scheiße, wollte ich gar nicht. Alter Schwede, was da abgeht. Hier, komm, wir schnappen uns einfach eine Karre und hauen ab hier. Oh, der Wagen sieht aber schön aus. Komm rein, da irgendjemand! Benni! Ich geh zur Ameise. Boah, ich leg mich in die Karre, Alter. Alter, was geht denn da alles in die Luft? Wo seid ihr alle da? Ach, hier, da ist er. Komm, schnell rein. Bin drin, super. Okay. Benny und ich sind hier voll am Start. Yeah. Ah, nein. Ich bin tot. Nee. Oh.
Doch. Ich muss ein bisschen warten. Dennis, wo wir hier so schön zusammenfahren, ich wollte schon immer mal sagen, es wäre doch voll geil. Hört auf, euch anzuschwulen jetzt hier. Nein, jetzt, Moment. Ach so. Wäre doch voll geil, wenn mal jemand ein Let's Play zu Little Big Planet machen würde, oder? Boah, Dankeschön! 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 Aber wer würde so ein wagemutiges Unternehmen wohl so anfangen? So ein kniffliges Spiel bloß. Das traut sich doch niemand. Ja, das ist richtig krass. Also schlimmer als die Wimmelbilder. Also wenn das jemand machen kann, dann eigentlich nur Dennis. Alter! Oh, Entschuldigung. Ja, wir sind du halt echte Sackjungen, ne? Schwein. Spiel Little Big Planet und halt die Fresse, du Penner. Ihr Wichser, ey. Geh doch zu einem Kinderkack da, ey. Mann. Nee. Ey, geh mal Römer abschlachten. Ja? Alter. Oh. Wollte gerade schön einsteigen, aber sah cool aus. Ist das ein Polizeihelikopter hinter uns oder? Nee, doch. Nee. Hä? LPT zu Little Planet angefangen. Genau. Also, das ist eigentlich, müsst ihr mal gucken. Die leben auch auf so einem kleinen Planeten, in echt. In ihrer eigenen kleinen Welt sozusagen. Ja. Wir sind in einem virtuellen Gefängnis und das nennt sich Play Massive Büro. Aber nur virtuell. Da kommen die nicht mehr raus. Nee. Da bist du im Keller eingeschlossen und das ist dann vorbei. So ist das. Hä? Damit musst du leben. Ja, aber auf jeden Fall, wenn man der jetzt gemacht? Ne? Hä? Oh, Lasergurke geht ab. Ja, warum? Ich meine, wieso? Warum? Hä? Warum denn? Weshalb? Ich bin jetzt einfach mal zugestiegen im Auto, weil wir wieder irgendwie planlos hier rumirren. Aber das mit dem Feuerwehrauto wäre so geil gewesen, ey. Scheiße. Paladin Jupiter, oder ist das doch, oder? Ich lasse mir mal meine Karre liefern, glaube ich. Und dann düse ich mal kurz coole zurück. Aktion. Hätte von mir sein können. Huch! So. Cola brennt. Bla, bla, bla. Wo brennt sie denn hin? You're through to your garage. Haben wir uns hier? Need me to bring you a ride? War das Thanos Toll? Thanos Toll! Thanos Toll! Wie mit Pepsi Uzi! Was war das? Wieso denn Lasergurke? Du hast mich gerade schon umgebracht. Jetzt nochmal. Hör doch mal auf damit. Jetzt reicht's aber langsam. Irgendwie ist es ja okay. Was ist denn der Gronkologe? Ich wollte mir gerade einen Wagen liefern lassen, aber ich weiß nicht, was machen wir denn in der City dann heute noch? Cruisen. Seid ihr schon in der City? Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Seid ihr schon in der City oder was? City düsen. Seid ihr schon in der City? Nö, genau. Ach so. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht. So, Lasergurke, darf ich. Ich hab gerade so Empfangsprobleme. Könnt ihr den Gronk hören? Hallo, Gronk, bisschen tot. Nö. Also, Dennis höre ich wie immer. Dem höre ich einfach gar nicht zu. Oh, nee. So, warte. Ich hör mal hier mal. Ja, kann, Polizei, ist klar. Ach, man kann keine Granaten aus dem Heli werfen, ist ja auch ein bisschen doof. Wer kommt da? Voll das maue Spiel, ey. Hallo, nehm ich mit. Gut, von einer Ameise entführt. Boah, oh. Alter, mega. Ameisen können ja auch das hundertfache ihres Körpergewichts stemmen, ne? Ja, die haben's drauf. Muss ich hab's sagen. Gemerkt gerade. Ne, raus hier. So, die Frage ist, wo fliegt die Lasergurke jetzt, frage ich mich gerade. Ich will diesen Jet holen, ich liebe diese Jets. Tobinator! Wo soll ich denn hinfahren, Tobi? Ich weiß, den anderen hinterher. Ich glaube, die Stadt wollten wir doch, oder? Eigentlich ja. Ich will mitfliegen. Ich markiere das gerade mal auf dem GPS. Vielleicht, wo fliegt der hin, der Junge? TNT! Oh, da sind sie ja alle. Was ging die Herrschaften ja alle? Alter, mit allen Mann auf dem Jet hier. Und ab geht die Post. Jets. Ja, wie sie alleine wegfliegen. So, ah, super. So, ich hoffe, wir kriegen das heute noch hin. Was denn? Das, was wir vorhaben, diese Challenge, die wir heute vorhaben. Keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was sie überhaupt war. Ja, wir wollten doch jetzt, uns auch einen Flieger. Wir wollten noch in die Stadt und quasi so. Ich bin tot. Oh. Also quasi so? Ja, ein neues Gefährt holen und dann nochmal ganz kurz zurück zum Berg. Ja! Ich weiß es immer noch ein nicht. Ein Fünfrad. Was? Alter, das haben wir vor 5 Minuten erst besprochen. Was ist nur los mit dir, du dementer alter Mann? Ich glaube, der braucht Lola, rennt. Thanos Toll. Was? Ist was denn nicht? Der Walle macht immer in der allerletzten Folge einer langen Aufnahmesession, macht der Walle jedes Mal ein Singleplayer-Let's Play. Macht er immer, ne? Wirklich immer. Ja, ich brauch da jetzt mal Ruhe von euch. Da setzt das Aufmerksamkeitsdefizit dann wieder ein. Ah. Der möchte im Heli mitfliegen. Tobi, der geht nicht. Oh, Tobi, wo bist du? Wow, alter Schwede. Tobi, hier unten, hier, komm. Hä? Wo denn? Direkt neben dir. Hä?
Hi. Super, ich also kurz die Polizei, ich weiß nicht, was ihr macht, aber Lasergurk hat mich gerade nach Hause getransportiert. Auf geht's! Rein! Wer ist das hier noch? Also ich fliege hier gerade kopfüber über die Wüste mit dem Currywurst. Tobi, markier mal die City. Ja, wo sollen wir markieren? Dann markiere ich das Curry auch mal eben. Am Baum. Alter, der Curry fliegt wie ein Verrückter. Am besten jeder in sein Apartment, ne? Wir müssen das Fahrrad holen. Ach, das... Markier... ja. Das ist verraten, Tobi. Ach so, wo... Ich hab mich auch noch nicht gestellt. Ja, eben, also... irgendwann muss ich's ja mal sagen. Was wollen wir denn mit dem Fahrrad machen? Ja, das darfst du jetzt erzählen. Tobi überfahren bei mir. Dann machen wir Tobi überfahren. Das ist wirklich nicht mehr. Was wir eigentlich probieren können, ist mit den ganzen Fahrrädern wieder in den Titan oder Cargo Bob. Da kann man hier hinten rein. Ja, aber die explodieren dann sofort bei den Fahrrädern. Ja? Ja, haben wir doch schon mal probiert. Titan? Auf so einen Lastwagen wäre auch mal lustig. Wie fahre ich gerade in die falsche Richtung? Ja, mit dem Lastwagen, mit dem LKW und alle springen sie hinten drauf. Das wäre auch geil. Du fliegst schon richtig, du musst in die andere Richtung, du fliegst falsch. Ja, bei mir ist was Falsches markiert. Ja, ich kann nicht markieren, solange der Punkt da markiert ist, aber du fliegst richtig auf jeden Fall. Ich kann nicht markieren. Der Strohlammann, der will nicht. Der Simeon geht mir ganz schön auf den Zwirn. Boah, der nervt immer. Bring mir das Auto. Halt die Fresse, Simeon. Echt. Sag dir mal jetzt was ganz Böses, Gronkh. Der Simeon ist ein Unhold. Flieg mal ein bisschen höher, bitte. Was hast du vor? Ja, mein Apartment ist hier rechts. Ich spring jetzt gleich raus. Huch. Tschüss. Tschüss, Tobi. Oh. Wo ist denn meine Hütte? Entschuldigung, Lasergurke, der ist Curry alleine. Der ist ein Highlight-Flieger. Ich liebe Grüße, Curry. Du kannst echt gut fliegen, Alter. Was machen die ganzen Bullen hier schon wieder? Hui. Aber die Jets machen doch am meisten Spaß, die Kunstflieger, oder? Hey, yo. Ach, oh, ihr seid sehr redebedürftig. Merkt das schon. Wir machen gerade alle irgendwas. Hey, yo. Weißt du, kommt von dem, der immer Singleplayer-Let's Play macht. Ach, das war Ameisen. Saratza! Hat man schon mal versucht, einen Helikopter in die Garage zu parken? Geht das? Jo! Alter, der fährt auf der Straße. Super gelandet, Curry, Alter. Mega Move. Ey. Bonk. So. Ja? Wie geht's dir? Jo! Geht! Läuft! Hier spring ich raus. Komm, hier spring ich raus. So, jetzt guck mal. Jetzt mal ganz kurz. Du sollst schon zu deinem Haus, ne? Oh, Blemesse ist gestorben. Das ist, Wo ist denn das Haus nochmal vom Walle? Ich weiß das gar nicht mehr. Es war's mir wert. Ich hol dich dann immer ab. Es war's mir Dennis wert. Oh nein, der ist schon so alt. Oh nein. Ey, man kann ihn nicht oft genug bringen. Der da Weed fragt mich gerade, Lust auf Action in der Stadt mit 4 Panzern? Ach, da rabel ich mir doch erstmal drauf ein. Ja, ist nicht schnell ausgedacht. Den hast du ja auch noch nie gebracht. Da krieg ich eine Erektion. Ja, ist auch ganz neu. Oh nee. Die Erektion. Dennis Penis. Dennis spielt Tennis. Was? Ich hab mein Fahrrad ist weg. Oh, meine, kauf dir neues. Kennst du Tischtennis? Boah, Alter. Ey, komm, der ist sogar für deine Verhältnisse. Guck mal, da kommt er schon, hier kriegt er schon einen Hustenanfall, ey. Hab ich mich gerade an meinem eigenen Lachen verschluckt. Ja, siehst du, das ist gutes Eingreifen. Ich will in die Garage rein, wie komme ich da nochmal rein? Ist das nicht meine? Bin ich am falschen Haus? Ich glaube, ich bin am falschen Haus, oder was? Alter, ich will... Weil du musst doch wissen, wo du wohnst. Ich bin da so... Wir haben noch nicht Samstagabend. Das ist doch hier, oder? Was machen wir, wenn das Fahrrad weg ist? Hier, Tobi? Da wo ich gerade stehe. Ich stehe gerade bei dir vorm Haus. Tobi? Aber ich wusste auch nicht mehr, wo du wohnst. Alter, was macht man, wenn das Fahrrad weg ist? Denn heute, ey? Habe ich nicht mal irgendwas genommen? Neues kaufen, ne? So, der Alex. Wieder mit dem Panzer. Ich bin zu deinem Haus gefahren. Ich komme jetzt irgendwie schäbig vor mit dem Fahrrad. Die landen ja alle mit Helis und Panzern. Wo seid ihr denn gerade so? Komm jetzt rüber. Ich komme hier auch mit dem Heli angeflogen. Alter, ich muss da rüberfliegen. Was machen wir? Currywurst rein. Oder brauchen wir irgendwas? Das kommt drauf an, was wir machen. Also die eine Sache wäre halt mit Fahrrädern, die andere Sache weiß ich nicht. Ich habe gerade wem aus dem Auto geholt und den in Häcksler geworfen von Currywurst. Man könnte ja mit einem... Pass auf, ich hätte eine Idee. Man fährt mit einem LKW... Pass auf, alle auf einen LKW-Anhänger. Einer fährt, genau. Andere versuchen, die Cops abzuballern. Was hältst du denn davon? Das ist eine coole Idee. Habe ich gerade voll abgelesen von einem Posting. Am 5. Dezember 1937. Wo hast du bloß diese Idee her? Ich weiß gar nicht. Nee, ich hatte eigentlich eine coolere Idee. Und zwar am Flughafen gibt es eine Rampe, wo man mit über den Zaun fliegen kann, richtig?
Und an der Rampe stellen wir ein LKW mit Anhänger und dann fahren alle... wir wollen einfach den Berg runter. Hör doch zu! Und alle fahren mit dem Fahrrad auf den Anhänger und der LKW. Ja, wenn du mit dem Fahrrad nach dem Berg da fährst, bist du doch Jahrzehnte unterwegs. Das ist voll geil, Alter. Das ist eine geile Fahrradtour, Alter. Haben wir auch noch nicht gemacht. Einfach mal eine Fahrradtour. Ja. Also ich finde beide Ideen gut, muss ich sagen dazu. Ah, guck mal, das sind die Alchemisten. Meine Idee hat eine Herausforderung. Ja, meine auch. Yeah, geil. Ach, ich mag sowas. Die ganze Scheiße, die man hier bauen kann im Spiel. Macht mir richtig Laune. Cool, der Helikopter hier unter der Brücke. Let's play, Onkel. Fly away von Lenny Kravitz war von ihm. Der Let's play, Onkel. Tobinator hat das Spiel verlassen. Ja, ja, ich muss rejoinen. Ich hänge im Garagen-Ladescreen fest. Ach, cool. Ich hoffe, das funktioniert. Play, Onkel, das kotzt sich. Let's Plays macht. Walle. Ich bin jetzt ein bisschen da gefangen. Hey, war süß. Cookie. Ach du Wichser, ich hab dich nicht mal umgefahren, ich hab dich nicht mal getötet. Ich dich auch nicht. Doch, du hast mich voll gepumpt. Das war die schwere Erkältung, die dich gerade weggehauen hat. Sehr schnell, sehr kurze Inkubationszeit. Ja. Willst du ein Taschentuch? Ich hab mal so ein Flugzeug. Oh, ich leg mich jetzt mal wieder aufs Maul. Ach, da kommt Benny, der wieder. Hast du gerade versucht, auf meinem Helikopter, auf mein Auto zu landen. Ey, cool, wo hab ich die denn her? Uah. Ey, Benny! Oh! wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, shit! Einmal stehen, Heidi. Ey, ich wollte den Panzer klauen! Wie er so noch so zielt, so, weißt du? Ganz in aller Ruhe. Ja, ist klar, Sarazan. Ey, hol dir lieber dein Fahrrad aus der Garage, Junge. Sehe ich auch so. Das hab ich noch mal zu erledigen. Oh, du hast der Reinigungskraft für die Woche $50 bezahlt. Da geht die Garage wieder zu. Boah! Benny! Benny! Sah das geil aus! Ja! Benny, ey, ich dachte, wir sind Freunde. Sind wir doch auch. Nee. Ich mach doch nur Spaß. Nee. Kenn ich irgendwo her. Ich mach doch nur Spaß. Der Benny, der immer bevor wir aufnehmen, sagt, der hat sich neue Pläne. Der hat so eine Wand zu Hause. Da hat er alles so Pläne, wie der mich immer töten kann. So eine Dartscheibe mit deinem Gesicht. Genau. Und dazwischen wirft er immer so ein Dartpfeil. So zack! Genau zwischen die Augen. Ich stelle mir das immer so geil vor, ey. Wir lachen, aber es stimmt. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Boah! Oh. Was war da denn los? Ja, der Ameisen hat mein Fahrzeug zerstört. Der hat alles zerstört. So, soll ich jetzt mein Fahrrad mitbringen oder was macht Walle? Ich hab mal die Luft geschossen. Ja. Keine Sorge. Oh, boah, was geht hier alles in die Luft? Also hier sind überall Rotoren und alles. Nein, verdammt. Alter, was geht denn mit dem Heideltraut? Hat er wieder geraucht? Was, oder was? Was machst du da, Heidel? Wieder im Rage. Was machst du da, Heide? Oh, ey. Rechts. Ist es schön, da steht ein Helikopter. Alter Schwede. Lieber Ameisen 23, falls du das Video guckst, ne? Der Deal gilt immer noch. Wow, geil. Warum? Ich hab den Grund ja nicht getötet. Jetzt hast du ihn getötet. Oh. Dennis. Das war keine Absicht. Ey, das war super. Beim nächsten Teamtreffen hau ich dir auf die Fresse. Ey, warum hast du kein Geld verloren, Gronkh? Das krasse ist, es gibt irgendwo ein Bild vom PlayStation-Event. Da hat der Gronkh mich erwürgt. Aber ich hab's noch nicht gesehen. Echt? Das will ich auch mal sehen. Das rahm ich mir ein. Weißt du das noch? Ja, natürlich weiß ich es noch. Ich konnte meine Hände gar nicht mehr lösen von einem dürren Hals. Es passiert hier nichts in dieser Folge. Ich muss ja ein bisschen Action reinbringen hier in das Abenteuer. Ja, weil ihr sollt ja Fahrräder holen. Dennis, Fahrräder. Warte mal, da ist ja der Walle. Ne? Mit dem habe ich ja noch eine Rechnung offen. Wo bist du? Oh, ich muss weg. Da. Aua. Da. Aua. Oh nein, jetzt ist mein Rad weg. Hier sind so viele Feuerwehrautos gerade. Sonst mit mir außerdem gar keine Rechnung mehr offen. Es steht 2. Du hast mich mit der Shotgun weggeschossen. Ja, Nur zum Ausgleich, Dennis. Weil du da jetzt wieder rumballerst. Ein Panzer.
Boah, was ist denn hier los schon wieder? Das war Prophylaxe, damit du gar nicht erst an den Panzer rankommst. Sag mal, der Avenger, wie was ist denn los? Ich wollte eine Fahrradtour ins Grüne machen heute. Ja, ich hab kein Fahrrad mehr. Ich hab Brote geschmiert, Alter. Ich hab Brote geschmiert. Ja, ich wollte auch mit dir gerne eine Fahrradtour machen. Ich bin jetzt wieder schwer enttäuscht. Komm, Baller, wir machen einfach trotzdem eine Fahrradtour. Ja, ich habe ja kein Fahrrad mehr, aber ich kann mir neues kaufen. Ich habe ja genug Kohle. So, ich mach mal einen Köpper hier runter. Ich hatte ja nicht mal, ach ja, muss ich kurz erzählen, ich hatte nicht mal mehr genug Geld für Munition. Und deswegen habe ich Geld ausgegeben, weil du warst ja in Prag. Das heißt, du hast ja kein Geld mehr jetzt. Ja, ich habe ein paar Drogendeals abgeschlossen für 1,2 Millionen. Was machen die denn hier, hä? Bei mir hingen gerade zwei Feuerwehrmänner tot in der Luft einfach. Und sind doch nur runtergefallen. Jetzt bin ich ein gemachter Mann nachher. Da liegt ein Überraschungsei, das nehme ich mal mit. Sag mal, wo kann ich mir, kann mir doch online jetzt ein Fahrrad... Benny! Dennis, hol dein Rad! Beim Rad? Den brauchst du fürs Gericht. Ein Beirad. Ja. Ein Dreirad kriegt der Dennis. Okay, was nehme ich denn für ein Fahrrad? Ich kaufe mir erstmal wieder ein BMW. So, das fand ich super. Und ich muss ja irgendwie die Folge überbrücken hier. Hua! Kann ich nicht bei der Versicherung anrufen? Alter! Auf einmal stand der Gong vor mir mit seinem Rad. Komm, ich mach mal die Fahrradtour mit. Hey, das ist eine Straßenbahn. Kann man da nicht einsteigen, die Straßenbahn? Ich glaube, die Fahrradtour macht man echt besser im BMX, oder? Kannst du aber nicht selber... Also ich habe mein Mountainbike mitgenommen, weil wir fahren ja auf dem Mountain. Naja, stimmt. Mountainbike ist natürlich auch nicht schlecht. Brauchen aber noch ein bisschen, bis das jetzt bei mir ankommt wahrscheinlich, oder? Wie lange dauert das denn ungefähr? So 2-3 Minuten. Okay. Geht eigentlich. Also die Vorbereitung zieht sich ein bisschen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, das ist verständnisvoll. Panzer. Den ganzen Tag. Panzer. Fahren macht Spaß. Oh ja, wer will denn... Ja, Rishi. Also, ach, scheiß Bullen. Sind sie mir reingefahren. Ach so. Ja, da bist du aber selber schuld. Aber der Deal steht trotzdem noch. Ameisen, du kleiner Mann. Komm her. Das ist nicht so schlimm, wenn der Wagen zerstört wird. Dann nehme ich lieber den. Wo sind denn hier potenzielle Opfer? Entschuldigung! Ach, da fährt der Tobi. Ich bleib einfach hier stehen. Ich habe Selbstmord begangen. Scheiße, ich habe den Panzer selbst in die Luft gesprungen. Boah, endlich ist der Spuk vorbei. Dem Dennis darf es echt nichts geben. Ja. Wenn langweilig ist, dann muss man dir die Zeit ein bisschen überbrücken, ne? Deine Mutter ist langweilig. Ich spreche dir mal aus Erfahrung. Den Schuh. Warte. Den Schuh zieh ich mir nicht an. Gleich liegen hier. Und hier los. Warst du das gerade? Alter, die Bullen, Mann, ey, die sind so ätzend, diese scheiß verkackten In-Game-Bullen. Was macht der denn da? Boah, Alter, Schwede. Wieso hast du gar nicht kein Fahrrad mehr, Walle? Ja, weil ich doch totgekillt wurde von Dennis. Jetzt versuchst du mich umzufahren, das sehe ich doch die ganze Zeit. Nee, ich will dich einladen. Wie einladen? Ja, damit du reinkommst hier ins Auto. Deswegen, deswegen fährst du mit Fullspeed hinter mir her. Du Schwein. Alter, was ist hier los? Was machst du denn? Was ist das denn? Ach, ja, Heidi. Da lege ich mich mal hin. Und genieße die frische Brise. Was willst du denn von Aroma haben? Ich kann gar nicht mehr aufsteigen gerade. Alter, wie das aus? Hä? Wieso bin ich jetzt tot? Der Walle lacht schon wieder so fies. Walle, hast du mich gerade umgebracht? Nee. Walle? Nee. Ich hab nur gesehen, wie es passiert ist. Aber die Frage ist, warum bin ich da jetzt gestorben? Ich lag nur rum. Zu viel Feuerwehrschlauch in der Fresse, Alter. Das hat nämlich an einen Witz von neulich. Ja. Erzähl mal. Nee, nee. Na komm, hau raus. Nach 23 Uhr erzähl ich den. Und Alter, ich komm hier nicht mehr hoch. Leute. Ja, ey, das ist, wenn du die Folge jetzt nochmal guckst um 23 Uhr, dann wird der Witz erzählt, genau. Oh, Heideltraut ist tot. Ja, ich bin vom Haus gesprungen. Ach, schön. Oh nee, mein Fahrrad ist weg. Ja, meins auch, das ist nämlich das Problem. Ah nee, hä? Irgendwer fährt mit meinem Fahrrad. Alter, da kenne ich keinen Spaß. Da wird der kleine Gong richtig sauer. Ey, ich will jetzt eine Fahrradtour machen. Es funktioniert wieder nichts in der Folge, ey. Ja, richtig, das war wohl nichts, ne? Was? Ey, meint ihr, wir können uns zusammen? Läuft doch mal weiter so, weißt du? Nein, glaube ich doch nicht. Das war aber zu Recht.
Leute, wollt ihr einen Gronkh vs. Heideltraut 3 sehen? Ich glaube, ich werde es verdienen. Den hast du so verdient. Ich bin so friedfertig den Crewmitgliedern gegenüber hier im Spiel. Du lebst ja alles für mich auf, ne? Ne, gar nicht. Aber du forderst es ja immer wieder heraus. Benny! Benny, Alter! Ey, du bist voll auf mich draufgesprungen. Ja, aber du bist gestorben von alleine. Also, Freunde, ich werde jetzt Richtung Mountain fahren. Ich auch. Ich auch. Ja? Ich komm mit. Ich auch. Mit. Aber bitte mit Fahrrädern. Bitte mit Fahrrädern. Ja, Walle, wo bist du denn? Ich war gerade die Decke in meiner Garage hoch. Ey, Alter, da wird ein Panzer gerade mit dem Cargo gebracht. Wie krass. Was war das zur Hölle? Das Garagentor ist nicht auf. Ey, wie krass. Der da wurde gerade vom Cargo-Bob abgeholt. Ich habe gerade einen freakigen Bug auch gehabt. Wo war denn nochmal der Mount? Wie krass. Alter Schwede. Boah, ich kenne mich auch nicht aus, ne? Ich fahr immer irgendwie nur mit. Hier fliegt gerade ein Panzer durch die Gegend, ne? Ah, der Mount Chiliad ist doch ganz hinten, oder? Ja, hier muss der irgendwie... Alter, was ist das denn schon wieder? Mann, ey. Also Challenge können wir heute vergessen, glaube ich. Das wird nichts mehr. Ja, die Folge ist eh um. Die können wir eigentlich knicken, aber das ist scheiße. Fahr mal zurück. Ich glaube, Ameisen hatte ich irgendwie erhört. Er fährt mich die ganze Zeit schon um. Oh nee. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, dann machen wir mal hier Feierabend und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ab der nächsten Folge bin ich dann wieder lieb. Und dann geht's mit der Challenge weiter. Ich meine, ist ja auch immer okay, man kann ja zwischendurch... Alter! Ja, aber ist das ja easy. Wir müssen die Challenge das nächste Mal vorbereiten, weil so, das können wir so nicht machen, Alter. Das geht auf Dauer nicht. Sonst haben wir einfach Low-Folgen die ganze Zeit. Das stimmt. Ja. Da hat der gute Gregor recht. Dennis, das gilt auch für dich mit deinem Rumgeballer. Ich feiere das zwar sehr, Papa. Aber... Ja, sonst muss ich wieder schimpfen. Pass dir wieder den Gürtel aus. Du weißt, was das heißt. Junger Mann. Flutschwinger und danach ein Eis? Da kommt die Teppichrute. Ja, natürlich. So. Also ich bin schon am Radeln, Freunde. Bis dahin. Tschüss. Lass uns doch zusammen radeln. Lass uns eine Fahrradtour machen. In der nächsten Folge machen wir eine Fahrradtour zusammen. Wir sind schon 2-3 mit uns unterwegs. Tschüss. Ja, ich freue mich. Tschüss. Bei Regen. Ja, ist ja nichts geworden, die Folge irgendwie. Huch, ja, komm, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ich fand's ganz witzig. Es war einfach wieder das heillose Chaos und Durcheinander. Aber es geht teilweise auch gar nicht mehr anders bei GTA Online, wenn so viele Leute dabei sind. Da flippt doch immer einer aus. Da flippt einer aus! Was? Ja! Alter, hier explodiert ein Haus. Was ist denn hier los? Tschüss. Ja, achso, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dann aber richtig. Tschüss. 1 einfach aus dem Himmel. Ja, was? Sag ich doch. Hier fliegt den ganzen Panzer rum und alles. Unfassbar.